Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge Krilles Weltreisenvlog. Auf geht's! Ja, da ich in letzter Zeit nicht mehr so viel erlebe, habe ich mir vorgenommen, ich zeige euch, wie ihr spannende Dinge erleben könnt. Und zwar ist dieses Video darüber, wie man eine Weltreise vorbereitet. Das wird nicht das einzige Video sein, beziehungsweise nicht das einzige Video zum Thema Weltreise. In diesem Video, das ist der erste Teil, wird es erstmal darum gehen, wie bereite ich eine Weltreise vor. Ich zeige euch Schritt für Schritt, wie ich es gemacht habe und was ich euch für Tipps geben kann. Von dem Tag, wo ihr sagt, ich will eine Weltreise machen, bis zum Abflug, beziehungsweise bis ihr eure Sachen gepackt habt. Ich sage euch schon von vornherein, ich werde sehr wahrscheinlich nicht alle Fragen, die ihr habt, beantworten können. Und deswegen würde ich mich super darüber freuen, wenn ihr alle eure Fragen, die ihr habt, jetzt hier unten in die Kommentare reinschreibt. Und dann mache ich das nächste Video, ein FAQ-Video quasi zu diesem Video, wo ich alle diese Fragen versuche zu beantworten. Ja, dann noch eine weitere Sache. Dieses Video ist in 4 Teile unterteilt. Ihr könnt euch alle angucken. Das wird etwas länger dauern, aber ihr habt die gesamte Information oder ihr könnt euch nur das raussuchen, was euch im Moment wirklich interessiert. Und zwar fange ich an mit den Grundlagen, wie man eine Weltreise vorbereitet, beziehungsweise nur, wann man sie vorbereitet und wo man überhaupt anfängt. Das ist ein sehr kurzer Teil. Danach könnt ihr euch hier angucken, wie man so eine Weltreise finanziert, beziehungsweise was sie kostet. Thema Finanzierung. Hier unten geht es dann um Visa, beziehungsweise die Impfung und auch noch die Versicherung. Hier ist einfach die letzte Vorbereitung, und zwar Packliste habe ich für euch vorbereitet mit einigen Tipps von mir und ja, was ihr noch so als letzte Vorbereitung treffen solltet. So, dann fangen wir an mit den ganz grundlegenden Dingen. Ja, wann fangt ihr am besten an, so eine Weltreise zu planen? Ich sag mal, auf der einen Seite ist es nie zu spät, aber auf der anderen Seite kann man auch nicht früh genug damit anfangen. Wenn ihr sagt, ich will eine Weltreise machen und ihr seid gerade in der 11. Klasse der Schule oder in der 10. Klasse, dann überlegt euch doch schon überhaupt mal, wo ihr hin wollt. Was wollt ihr machen, was wollt ihr sehen, welche Länder wollt ihr haben? Wenn ihr das dann herausgefunden habt, sage ich euch, bringt es nichts, eigentlich früher als ein Jahr vorher richtig anzufangen zu planen. Ihr könnt nämlich Flüge sowieso immer erst ein Jahr im Voraus buchen. Trotzdem könnt ihr euch ja schon vorher informieren und im Internet recherchieren über die Länder, die ihr sehen wollt. Ja, und wenn es dann konkret wird, dann geht in ein Reisebüro und lasst euch einen Kostenvoranschlag geben und lasst euch da beraten, was die beste Route ist. Vielleicht gibt es eine günstige Route, wo ihr ein paar Kompromisse eingehen müsst. Ich sage euch, Kompromisse müsst ihr eh immer eingehen. Ich kann euch da empfehlen, STA Travel. Ist jetzt zwar ein bisschen Schleichwerbung, ist aber egal, benutzt eigentlich jeder. Haben Reisebüros überall auf der Welt, auch in, ich denke mal, jeder größeren Stadt in Deutschland. Also da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Ansonsten auch online, könnt ihr auch telefonisch euch beraten lassen. Ist kostenlos. Es gibt die Möglichkeit, alle Flüge direkt zu buchen, so wie ich das gemacht habe. Die Flüge super günstig zu kriegen dadurch, aber du bist halt auch super gebunden. Je flexibler dein Reiseplan ist, umso teurer ist er auch. Damit kommen wir auch schon direkt zur Finanzierung. Zweiter Teil, Finanzierung. Also, das Vorurteil sagt, eine Weltreise kostet ein Vermögen und nur reiche Leute können so eine Weltreise machen. Es wird davon gesprochen, Weltreisenbudgets laufen sich von 15.000, teilweise sogar bis 30.000 Euro oder sogar noch mehr. Das stimmt nicht so ganz. Es stimmt schon, dass eine Weltreise insgesamt sehr teuer ist, beziehungsweise dass ein Jahr Leben außerhalb deines Zuhauses sehr teuer sein wird. Wenn man sich die Rechnung macht, ist es im Endeffekt günstiger, als man vielleicht denkt. Fangen wir doch einfach mal damit an, was kostet so eine Weltreise im Monat? Also bei mir war es so, ich habe immer damit gerechnet, 1000 Euro braucht man pro Monat. Das ist, hört sich viel an, bei einem Jahr wären das ja dann 12.000 Euro, das stimmt aber so nicht ganz. Denn in den asiatischen Ländern, in den afrikanischen Ländern, in Südamerika, da ist es sehr viel wesentlich günstiger zu leben, als wenn ihr jetzt nach Amerika fahrt, nach Australien fahrt oder in sonstige eher westliche Länder bereist. Deswegen kann man da schon manchmal mit Durchschnitten von 500 Euro oder sonst was rechnen eigentlich. Dann ist es natürlich, kommt es auch immer ganz stark auf eure Route an. Wenn ihr sagt, ich mache nur 3 Ziele oder 2 Ziele, fliegt dahin und dahin, dann kosten die Flüge wahrscheinlich weniger, als wenn ihr die ganze Welt bereisen wollt und jedes Land sehen wollt und überall nochmal hin wollt. Bei meiner Rechnung wäre es dann ungefähr so, dass man sagen kann, okay, erschreckende Zahl, ich weiß,
12.000 Euro braucht ihr alleine für im Monat ungefähr für Unterkunft und alles. Dann nochmal ungefähr 2.000 Euro für die Flüge und dann nochmal ungefähr, wenn es wirklich hochkommt, 1.000 Euro für die Visa. Da ist aber auch nochmal ein Flugpuffer quasi mit drin. Das macht insgesamt 15.000 Euro. Ja, jetzt denkt man sich natürlich, das kann ich mir niemals leisten. 15.000 Euro ist ja ein halbes Auto oder das ist ein ganzes Auto ja schon. Das stimmt, aber die 15.000 Euro sind nicht so, wie sie scheinen. Denn ihr könnt die Preise immer drücken. In Australien, ich im Moment gebe für Leben im Moment gar nichts aus. Ich mache Couchsurfing, bezahle dadurch nicht diese 30 Dollar am Tag, die andere für ein Hostel zahlen. Das heißt, ich kann das alles, was ich hier habe, zur Seite legen und für später sparen, beziehungsweise ich kann das einfach für andere Dinge ausgeben. Dazu gibt es unzählige andere Angebote, die ihr wahrnehmen könnt, wie HealthX, eine Seite, wo ihr einfach nur für andere Leute arbeitet und deswegen dann da leben könnt. Verlinke ich euch hier unten in der Beschreibung nochmal drin. Was gibt es noch? Es gibt noch Arbeiten generell in Australien. Wenn ihr generell arbeitet, ihr müsst gar nicht mal Accommodation und sowas for free haben. Ihr werdet euch wundern, was ihr hier für Gelder kriegt. Wenn ihr denkt, ein 400-Euro-Job mit 200 Euro Trinkgeld in Deutschland ist viel Geld, hier könnt ihr als Barkeeper mit einem Stundenlohn von ungefähr, oder auch im Restaurant, mit einem Stundenlohn von ungefähr 21 Dollar rechnen. 17 Dollar sind hier Mindestlohn. Das heißt, ihr kriegt ungefähr 2.000 Dollar im Monat oder sogar mehr, wenn ihr mehr arbeitet und könnt davon eigentlich immer noch mal 1.000 Dollar zur Seite legen. Das heißt, das ist schon mal wieder Geld für einen ganzen Monat theoretisch. Ich sag mal so, es haben auch schon Leute geschafft, mit 500 Euro im Monat auszukommen. Dann ein weiterer ganz guter Spartipp von mir ist das Kindergeld. Vergesst nicht, dass ihr auch noch Kindergeld bekommt. Das kriegen zwar eigentlich eure Eltern, aber wenn ihr 18 seid, könnt ihr das für euch beantragen, beziehungsweise können euch das die Eltern dann ja geben. Das sind, glaube ich, ungefähr 170 Euro im Monat. 150 bis 200, bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Ich weiß nur, ihr müsst euch für einen Studiengang bewerben nach der Schule und möglichst abgelehnt werden, weil ihr nicht studieren könnt in dem Jahr. Und wenn ihr abgelehnt worden seid, reicht ihr den Ablehnungsbescheid ein und kriegt damit weiter Kindergeld für 6 Monate. Danach müsst ihr euch nochmal bewerben. Das können dann entweder eure Eltern machen oder ihr seid schon der da oder ihr macht das selber nochmal aus dem Ausland, da man sich eigentlich eh überall online bewerben kann. Damit drückt ihr schon wieder die Kosten um fast 3.000 Euro oder fast 2.000 Euro. Alles in allem sieht man, es ist nicht so teuer, wie man denkt. Damit ihr mal so einen Vorstellungsrahmen habt, wie es bei mir war. Ich hatte am Anfang, als ich losgegangen bin, ca. 3.000 Euro auf meinem Konto. Hatte die Flüge aber schon vorher bezahlt, das muss ich dazu sagen. Und habe jetzt nach 1,5 Monaten immer noch 2.200 Euro oder sowas auf dem Konto. Ihr müsst auch immer noch bedenken dabei, ihr kostet nicht nur die Weltreise ist teuer, Kinder zu haben, glaube ich, an sich in Deutschland oder so, da kostet ihr eure Eltern ja auch was. Die müssen euch nicht mal beim Essen einplanen und alles. Und dann könnt ihr ja vielleicht mit denen reden, ob die euch, weil ihr ja die nichts mehr kostet, ob sie euch da unter die Arme greifen können. Alles in einem Punkt Finanzierung. Wenn ihr den Traum habt, eine Reise zu machen, dann macht es und ihr könnt es machen. Ihr müsst dafür nicht super reich sein. Ihr könnt auch eine Low-Budget-Reise machen, dann macht ihr halt nur Asien oder sonst was. Aber lasst euch einen Traum davon nicht nehmen. Das Geilste sind einfach diese Erlebnisse und das kann euch keiner nehmen später. Also macht das und nehmt Kredit auch von euren Eltern oder sonst was, wenn ihr das unbedingt müsst, aber das glaube ich eigentlich nicht. Rechnet euch das durch und es ist nicht so teuer wie jeder Mensch. So, dann kommen wir schon zum dritten Punkt. Visa, Impfung und Versicherung. Also erstmal widme ich mich da dem Visa. Visa würde ich an eurer Stelle immer im Vornherein klären. Ich verlinke euch in der Beschreibung nochmal eine Seite, wo ihr alle Visa-Bestimmungen seht. Da wisst ihr auch Bescheid. Nochmal einige Tipps zu den Visa, die ich jetzt hatte. Thailand war visafrei. Kambodscha habe ich mir vor Ort gekauft für 25 Dollar. Singapur war auch visafrei. Jetzt in Australien das Visa für 380 Euro Work-and-Travel-Visa. Lohnt sich aber schon nach einem Tag arbeiten quasi. Oder nach zwei. Bedenkt aber dabei, ihr müsst am Tag der Einreise in Australien auf eurem Konto 2.500 Euro haben. Diese können euch aber eure Eltern überweisen. Dann zeigt ihr den Kontoauszug vor und dann war es das. Ich wurde zum Beispiel gar nicht kontrolliert. Ich hatte auch eigentlich gar nichts dabei. Ich musste nur meinen Reisepass vorzeigen, das war's. Legt trotzdem da die Visa-Nummer und alles zur Seite. Neuseeländisches Work-and-Travel-Visa habe ich selber noch nicht. Da kann ich euch noch nichts zu sagen. Ich weiß aber, dass ihr bei Amerika auch 3 Monate Visa frei habt, euch aber trotzdem bei ESTA registrieren müsst. Also vergesst auch das bitte nicht. Dann kommen wir auch schon zu den Impfungen. Ich war zum Impfen bei Globetrotter und habe mich da beraten lassen. Die sagen, da nehmt ihr euren Impfpass mit, dann sagt ihr denen die Reiseroute, wie lange ihr weg seid und wie lange ihr in jedem Land seid.
ungefähr, und dann könnt ihr euch sagen, was nötig ist. Das kostet 20 Euro für eine Beratung. Das kann man auch von der Krankenkasse wiederbekommen, meine ich, wenn ihr da das bei eurer Krankenkasse einreicht, kriegt ihr da. Das kann man auch von der Das Geld müsstet ihr aber eigentlich von der Krankenkasse wiederbekommen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch zu eurem ganz normalen Arzt gehen, aber die Vorteile bei Globetrotter sind ja meistens keine Wartezeiten, es ist meistens zentraler als ein Arzt, zumindest bei mir war es 5 Minuten entfernt. Und ja, es ist halt echt spontan, ihr braucht keine Termine da, ihr geht einfach hin, sagt denen Bescheid, dann war's das. Die Versicherung. Die wichtigsten Versicherungen für euch sind eine Reiserücktrittversicherung, wenn ihr natürlich dann die Reise nicht mehr machen wollt, eine Reisegepäckversicherung vielleicht. Da so wie bei mir in dem Fall, wenn euch was geklaut wird, habt ihr das immerhin versichert, seid ihr auf der sichereren Seite. Dann noch eine Reisehaftpflichtversicherung. Falls ihr was kaputt macht, sonst was, ist immer gut, noch mal eine Haftpflicht zu haben. Und dann als letztes und das Wichtigste aber auch die Reisekrankenversicherung bzw. die Auslandskrankenversicherung. Fragt bei eurer eigenen Krankenkasse nach, ob die da eine Auslandskrankenversicherung mithaben, beziehungsweise fragt eure Eltern. Ansonsten gibt es alle diese Versicherungen auch, beispielsweise bei STA Travel, bieten sie mit an, erkundigt euch, was ihr am besten findet. Ich habe meine Krankenversicherung selber, alle anderen Versicherungen über STA gebucht. Dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt, Packliste bzw. packen letzte Vorbereitungen, letzte Tipps. Wenn ihr fertig seid mit euren Flügen, mit allen Vorbereitungen, die so zu treffen sind, die Visa habt, alles in der Tasche, dann kommt es dazu, dass ihr packt. Dazu habe ich euch meine Packliste gemacht, weil man fragt sich immer wieder, was ist wichtig, was ist nicht wichtig oder was kann man einfach vergessen, so ganz kleine Kleinigkeiten. Ich sage euch jetzt nur die wichtigsten Punkte, die ich für sehr wichtig halte. Alles andere schreibe ich nochmal zusammen für euch und packe das als PDF-Dokument. Lade ich das bei Facebook hoch, könnt ihr dann auf meiner Facebook-Seite sehen. Link ist auch in der Beschreibung. Und dann könnt ihr euch das da runterziehen. Das Allerwichtigste, was ich sagen würde, ist ein Rucksack. Was ihr dafür einnehmt, das hängt ganz von euch ab. Ich habe den Osprey-Rucksack, den ich euch jetzt hier auch verlinke. Ich verlinke euch mal alle wichtigen Dinge hier unten. Der fast 70 Liter ist perfekt zum Wandern oder wenn ihr mal, ja, was ihr so braucht. Aber es gibt auch Alternativen, wie so Rucksackkoffer beispielsweise. Wenn ihr nicht vorhabt, viel zu laufen oder viel zu wandern, nehmt so einen Rucksackkoffer mit, weil so ein Rucksackkoffer könnt ihr auch mal rollen, könnt ihr auch mal ziehen, passt auch vielleicht mehr rein und ist vielleicht auch einfacher zu packen. Dann nehmt einen Tagesrucksack mit. Normalerweise laufe ich immer so rum, großen Rucksack hinten, kleinen Rucksack vorne. So, und ihr braucht so einen Tagesrucksack. Wenn ihr dann mal rausgeht oder so, wollt ihr nicht immer den großen Rucksack mitschleppen. Lasst den leicht sein, vielleicht nicht euren schwersten Rucksack, den ihr habt, wisst ihr ja selber. Dann eins der wichtigsten Utensilien finde ich, einen kleinen Brustbeutel. Das ist so ein dünner Brustbeutel, den ihr auch unter die Hose stecken könnt, beziehungsweise an den Bauch legen könnt, sodass man den gar nicht sieht. Der ist super wichtig, da packt alle eure wichtigen Dokumente rein, tragt die immer am Körper, dann können sie euch nicht geklaut werden und keiner greift euch in die Hose oder sowas, wenn ihr da den Brustbeutel drin habt und es kann euch da eigentlich auch nicht rausfallen. Was ich noch mitgenommen habe, waren Kompressionsbeutel. Die halten eure Sachen trocken, die halten eure Sachen sauber und die sparen super viel Platz. Die habe ich mitgenommen, packt einfach eure Sachen, Klamotten da rein, passt eigentlich sehr viel rein, fertig ist. Dann habe ich noch mitgenommen eine Hülle für meinen Rucksack. Das ist so von Meru, eine Hülle, die man über den Rucksack stülpt. Das ist erstens gut, weil er da nicht als Sperrgepäck zählt. Und zweitens wird dann auch mal der ganze Rucksack sauber gehalten. Ich habe das einmal vergessen und mein Rucksack war komplett nass und alle Sachen da drin waren auch nass, bis auf meine Klamotten, weil die waren in den Kompressionsbeuteln. Dann Elektronik. Was würde ich an eurer Stelle Elektronik mitnehmen? Nehmt auf jeden Fall ein internetfähiges Gerät mit. Ob das ein Laptop ist, ob das ein iPad ist oder sämtliche Tablet-PCs oder ob das euer Handy ist, euer Smartphone. Egal, aber ich würde es mitnehmen, weil ihr werdet es erstens nicht bereuen, mal ein bisschen Zeit für euch zu haben und mal im Internet surfen zu können. Und es ist schon wichtig eigentlich, dass man auch mal ins Internet gehen kann, um Jobs zu suchen etc. Natürlich ist es immer noch gefährlich, Wertsachen mitzunehmen, können natürlich verloren gehen, können geklaut werden. Dass ich weiß das am besten von allen, aber ich glaube trotzdem kann man darauf nicht verzichten. Natürlich eine Kamera mit. Wenn ihr keine Kamera mit habt, werdet ihr es bereuen, keine guten Bilder zu haben. Das ist echt der größte Scheiß. Vielleicht auch eine Unterwasserkamera. Finde ich cool, wollte ich auch haben. Jetzt habe ich keine mehr. Schade. Aber das ist auf jeden Fall. Dann, wenn ihr die ganzen elektronischen Geräte mit habt, braucht ihr natürlich auch einen Stromadapter. Guter Tipp von mir an dieser Stelle. Kauft euch nicht 5 Stromadapter, kauft euch einen Stromadapter und eine Mehrfachsteckdose. Dann könnt ihr euer Laptop aufladen, euer Handy aufladen und alles.
Wenn ihr dann noch einen Laptop dabei habt, nehmt auf jeden Fall eine externe Festplatte mit, auf denen ihr eure Daten dann nochmal sichern könnt. Ja, jetzt noch ein paar Kleinigkeiten. Eigene Teller könnten sehr gut sein, wenn ihr, sei es, ob ihr jetzt, was weiß ich, im Hostel seid, die Teller dreckig sind oder mal einen Trip macht und auf diesem längeren Trip dann ihr eure Sachen nicht aus den Töpfen essen wollt, sondern mal eure Teller haben wollt. Auch gut. Dann noch ein Mikrofaserhandtuch. Ist super, ist leicht, ist klein, passt super rein und trocknet super schnell. Nehmt auf jeden Fall Klamotten fürs Arbeiten mit, das heißt Sachen, die auch dreckig werden können, weil ihr werdet bestimmt irgendwo auf einer Farm arbeiten. Ansonsten sage ich euch jetzt nicht so viel über Klamotten. Das müsst ihr selber entscheiden. Im Großen und Ganzen gilt für mich, ihr habt Klamotten für eine Woche dabei, ansonsten könnt ihr die auch immer wieder waschen oder euch neue kaufen. Dann ist noch wichtig, eine Reiseapotheke mitzunehmen. Was ihr da mitnehmt, hängt von euch ab. Ich habe Durchfalltabletten dabei, Schmerzsalbe für, wenn man mal umklingt oder sowas, so Voltaren, Schmerzgel. Ich habe eine Wundsalbe sogar noch dabei. Ich habe Desinfektionsmittel auch nochmal mitgenommen. Das ist super wichtig, wenn ihr nach Thailand fahrt. Was ihr sonst so braucht, ihr kennt euch am besten. Worauf ihr allergisch seid oder sowas, vergesst eure Medikamente nicht, das könnte ziemlich ärgerlich werden und man findet sie vielleicht im Ausland, nicht genau die, die ihr braucht. Wenn ihr fertig seid mit allem, dann nehmt alle eure Dokumente, die ihr habt, scannt sie ein, gebt sie euren Eltern, schickt sie euch selber per E-Mail, dann habt ihr sie in quasi einer Art Cloud, wo sie nicht verloren gehen können. Packt sie auf eure Festplatte und packt sie auf den USB-Stick, den ihr mit habt, damit ihr irgendwie echt überall das auch nochmal ausdrucken könnt oder sonst was. Dann habt ihr wirklich das doppelt und dreifache Backup und euch, selbst wenn euch alles geklaut wird, habt ihr sie immer noch in eurem E-Mail-Postfach. Dann noch ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben fast 500 Abonnenten. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sind jetzt, glaube ich, bei fast 470 und ich würde mich super freuen, wenn wir die 500 bald vollkriegen. Deswegen abonniert hier und ich sage euch eins, wenn wir 500 Abos haben, dann gibt es ein richtig geiles Special, was ich hier in Perth jetzt drehen werde an diesem Wochenende. Und ich freue mich schon super darauf. Also abonniert hier. Facebook-Seite, Link ist da oben, klickt da nochmal drauf. Alles weitere, guckt in die Beschreibung, da stehen noch ziemlich viele Infos bestimmt drin. Und ja, schreibt mir eure Fragen als Kommentare am besten. Ich freue mich darauf und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, es war auch sehr informativ für euch. Und ich hoffe, dass ich jetzt so gut wie jedem Lust gemacht habe auf eine Weltreise und euch gezeigt habe, es ist Vorbereitung, es ist Arbeit, man muss an viele Sachen denken, aber man muss nicht Angst davor haben. Im nächsten Video geht es dann so mehr darum, worauf muss ich mich vorbereiten, wenn ich ins Ausland komme. Und ich freue mich auf eure Fragen und wir sehen uns nächste Woche und bis dahin, ciao, wir sehen uns.